Ja, würde ich sagen, bauen wir einfach hier mal hin, weil hier ist ja auch nichts, ne? Aber ich habe jetzt ja, nichts. Ja, irgendwo müssen wir einen Anfang halt machen. Ja. Das Gute ist halt, dass wenn wir Hallo. Hier bauen... Oh, der ist so schnell. Wer? Der, dieser Lurch. Ja, die sind schnell. Man muss denen halt hinterher rennen. Die machen dann irgendwann eine Pause. Wo ist mein Speer jetzt hin? Ach da. Hier. Ich hab ihn. Also was ich noch sagen wollte ist, hier können wir am Rand bauen, weil am Rand von da kann halt keiner kommen, ne? Ja, dann lass uns mal. Ich glaube das heißt, auch also, hier ist hier ja kaum Plattform, was. Das war ja nur da drüben. Wenn wir hier, theoretisch gesehen, könnten wir halt hier eine Plattform runterbauen und eventuell, ich weiß nicht, ich glaube, nachher gibt es noch Seile, dann können wir halt auch ein Seil machen, wo wir runter... Ja, wollen wir dann das Haus hier hinbauen oder wollen wir das da so, wie wollen wir das machen? Oh, siehst du da hinten was Rotes? Moment, wo? Ich glaube, das sind Zelte, kann das sein? Hm. So geradeaus durch, da ist irgendwas Rotes. Ja, stimmt. Da können wir gleich nochmal hin. Also ich bin... Das Einzige, was mich gerade stört, ist halt eben, hier sind gefühlt gar keine Bäume. Doch, das sind doch ganz viele. So, ich baue jetzt hier einfach mal eine Blockhütte hin. Wir können ja irgendwann immer noch, Und wir können dann ja auch endlich wieder mal Möbel bauen und so. Ist das nicht toll? Naja, solange wir nicht verdursten dabei oder davor. Wo wollen wir das... Kann ich das auch hier hinbauen? Also... Aber ich muss ja irgendwie da auch rein... So. Wo ist der Eingang hier? Gerade, wo ist die denn? Guck mal, so kann man das doch machen. Ach du Kacke, 82. Zack. Heilige Möhre. Jetzt brauchen wir 151 Bäumchen, weil das in der Luft schwebt. Was? Ach du Kacke. Oder ist dir das zu viel? Wollen wir das lieber... Wie viele sagst du? 151. Also wenn wir einen großen Baum fällen, kriegen wir da 4 Stück raus, ne? Ja. Also das doch lieber hier hin. Hier 40 Mal hin und her gehen. Das ist ganz schön viel, ne? Wollen wir das lieber hier hin machen? Vor allen Dingen, weil wir ja eigentlich nur 80 bräuchten für den Baum. Das heißt, wir haben 70 Stück nur wegen der Plattform, die wir eigentlich nicht brauchen. Ja komm, dann machen wir, Kann ja, man denn die Blockhütte so, dass, dann auch... dass man noch so eine schöne Rückwand hat, wo eine Tür drin ist. Und wenn man rausgeht, fliegt man hier aber runter und stirbt. Ja. Wie so einen schlechten Film. Warte mal, kann man vielleicht auch... Kann man in dieser Blockhütte... Warte mal, wie heißt die? In dieser Blockhütte. Ach, nur Blockhütte. Ja. Kann man die, kann man da auch Möbel reinbauen? Geht das? Oder ist die zu klein? Wenn die groß genug ist. Also, sieht schon so aus, als könnte man dann noch einen Kamin reinbauen und alles Mögliche. Also, ich setz das jetzt einfach mal hier hin. So. So, warte mal, dreh mal. Wo ist der Eingang? Hier, wo ich stehe, da ist der Eingang. Und dann ist nämlich links ein Fenster, können wir schön auf die Berge gucken. Ist das nicht toll? Da können wir nicht aufs Meer gucken von hier, oder? Vielleicht kann man auch noch... Nee, warte. Wie macht man das denn am besten? Können wir... Gibt es hier rechts ein Fenster? Ja, ne? Ja doch, ich glaube schon. Ja doch, da können wir hier rausgucken. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen... los! Oh, wir können noch gucken, ob wir diesen und einen ein Feuer Wagen können wir bauen uns noch machen. Können. Warte. Wie heißt der? Damit wir Baumstämme transportieren können. Ich habe den Namen von dem Ding vergessen. Ich mache nochmal ein Feuer, damit wir auch zwischendurch was essen können. Ja. Ja. Baumschlitten, 21 Stöcke, alles klar, let's go. So. Ich habe nur einen Stock dabei, geil. Hast du Stöcke? Was ist das? Ja, das ist so ein Schlitten zum Baum. Ich habe Stöcke, ich habe ein paar schon reingepackt. Ist ja langsam wieder dunkel, ne? Jo. Hier ein paar Stöcke holen. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, wir kriegen das wahrscheinlich auch nicht hin, das fertigzustellen, weil das dauert so lang. Was brauchen wir denn noch? 81 noch. Ich dachte, das Ding selbst hat nur 80 Baumstämme gehabt, oder? Oder war es am Ende doch mehr? Mindestens 82 hat er mir, glaube ich, angezeigt. Ach so, ja, wahrscheinlich baut er noch die Treppe dazu und so und dann wird das dann ein bisschen mehr. Ist das Feuer schon an? Jetzt mache ich mal eben das Feuer an. Dann haben wir noch ein bisschen Licht. Was möchtest du? Hier ist einmal Fleisch. Ja, Fleisch wollte ich auch draufpacken. Und was ist das denn? Durch. Ah. Komischerweise sind die da kleiner als so, wie sie rumlaufen. Muss man nicht verstehen. So, da brauchen wir noch 10.
Wie viel brauchen wir da noch? Hast 11. du einen Kopf drauf gelegt? Nee, 10. Geht. Ich habe einen Kopf draufgelegt? Nee. Ach, Meinung, ja. Ach nee, ich kann selber einen Kopf drauflegen, so rum. Ich habe da gar keinen Kopf draufgelegt. So, ich bin satt. So, ich kann hier noch ein essen und ein Stück liegt da noch. Da liegen noch zwei Stücke, oh Gott, wir haben viel zu viel Fleisch draufgelegt. Mm. Irgendwie so ein Drittel. Oh, es wird hell. Hinter dir sind Typen, oben sind Typen. Oh mein Gott. Wo? Oben drauf, der steht da so eklig, oh Gott. Was zur Hölle? Der guckt so nach unten, als ob er sich ausruht. Oh, stimmt. Stimmt. Ah, voll creepy, oh nein, ey. Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Also da hinten geht's runter, ne? Also das, da ist ja keine Schlucht oder so. Da ist ganz normal Feld. Was kommt denn? Voll eklig. Ja. Guck, komm, wir schleichen uns mal an. Ah, ich habe jetzt meinen Speer auch natürlich nicht. Ich versuche mal einen Speer zu bauen, warte. Oh. Was macht der denn da? Kommst du mit? Ja, ich bin Angst hinter dir. Alleine. Wo kommt der denn auf einmal her? Der macht ja gar nichts. Ich will mal die Keule aus. Jetzt, warte. Jetzt hat er sich erholt. Ach, ist eine Frau, ist eine Sie. Oh, hallo, wir haben Damenbesuch. Hallo. Was war das denn? Kommen Sie doch mal wieder her. Die ist ja ganz nackt. Schicke Friese. Aber macht die auch was? Können Sie mal fragen. Guten Tag. Hallo, ziehen Sie doch immer was an. Okay. Ja, ja, ja. Schrei doch. Oh. Hier wird nicht rumgeschrien. Der Apfelmus schlägt Frauen. Eine Armlänge Abstand. Eine Armlänge Abstand. Das war, ging schnell. Okay. Dann können wir jetzt, Knochen. Können wir jetzt weiter bauen. Und sie hat angefangen, ne? Also... Ich habe mich nur gewehrt. Wo kam denn die Alte her? So, brennt sehr gut. Ich kann auch ein paar Blätter nachlegen. Können wir die essen? Essen wir die jetzt? Nö, ich habe sie komplett aufs Feuer gelegt. Das heißt, macht gleich irgendwann plopp und dann haben wir Knochen. Ach so. Oh, da guckt gerade mir eine Möwe zu, wie ich einen Baum fälle. Ich habe Hunger. Ich komm, Möwe, ich esse dich mal. Schlag auf die Möwe! So. So. Oh, ich habe einen Möwenkopf. Was kann ich damit tun? Die kann man, glaube ich, irgendwo ranhämmern. So als... Ja. Was ist das? Wie heißt das nochmal? Trophäe oder so? Ja. Ich glaube, als Trophäe. Oh, da laufen gerade nochmal zwei lang. Das bist du, okay. Das bin ich. Da waren aber zwei wieder über den Berg gerannt oder so. Okay, okay, die sind wohl hier über. Knochen. Oh, da liegt noch ein Kopf. Ja, das ist ein Schädel. Ich kann leider nicht mehr aufnehmen, weil man kann nicht so ein Ding bauen hier. Oh Mann! Sorry! Mir ist das halt auch ständig passiert. Oh Mann, ich wollte das Fleisch darauf legen. Oh. So, jetzt aber. 10, nicht mit dem Klick. Oh cool, ich habe 4 Zähne. Ich habe ganz viele Schädel, 4 Schädel, ein Knochen, Steine, Rehfell, Outfit, Flugbegleiteruniform, ein Speer, einen verbesserten Stock, Aloe Vera, Passagierliste. Kann ich da eigentlich raufgucken? Müsste man, oder? Ja, aber also ich kann damit nichts machen. Also im Grunde müsste ja nachher sagen können, wen wir gefunden haben und wen nicht. Aber ich kann damit nichts machen, leider. Oh, ich kann das Fleisch essen. Oben laufen wieder 3 Stück lang. Vorsicht. Aber irgendwie macht mich das nicht satter. Wo denn? Ich sehe nichts.
Das Häschen rennt weg. Ich versuche gerade die. Ist das ist ein Kopf? Ich glaube, da rein. Ist ein Ureinwohner, der hockt da so komisch. Ja, manchmal hocken die da und wenn du lang gehst, dann rasten die halt vollkommen aus. Ja, der hockt da, rum. Der sitzt da so wie so ein. Wie ganz komisch. Ja, der hockt, oder? Was? Ja. Hast du was gehört? Ja. Okay. Und da hockt jemand. Der hat jetzt Verstärkung geholt und kann sein, dass eventuell gleich noch mehr Leute kommen. Hier sind halt noch Bäume, aber mit was kriege ich denn? Ich höre hier was knurren. Und der hockt da einfach nur und macht nichts. Okay. Ja, die machen verschiedenste Geräusche. Einige machen so ein hey, so Psychogeräusch. Bin ich ganz verwirrt. Und andere, die schreien einfach nur rum. Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich. Der hockt da immer noch. Meinen Speer noch irgendwo finde. Boah, sind hier viele Blaubeeren. Herrlich. Ja, ich hab auch schon shit, ein paar. Der kommt da. Ich hoffe, der sieht mich nicht, wie ich hier Blaubeeren nasche. Der da hockt? Hockt er da immer noch? Also hier ist einer, der hat so ein Totem auf dem Rücken geschnallt mit ganz vielen Skeletten und so. Also eben, da war einer, der hockte da. Ich fäll hier gerade mal einen Baum. Oh shit, er ist da. Wow. Also ich bin mit einem Schlag tot, ne? Soll ich nur mal sagen. Nein, komm her. Hier ist keiner. Ich lauf zurück zum Haus. Vielleicht kann ich das Ding hier anmachen. Sind wir denn im Haus wenigstens sicher? Was? Sind wir denn im Haus sicher? Ja. Er kommt auf mich zu. Das ist irgendwie uncool. Warte, ich komme. Oh, jetzt rennt er auf mich zu. Jetzt rennt er auf mich zu. Ach du Kacke. Renn weg. Hier ist Abgrund. Dann komm hierher. Jetzt rennt er wieder zurück. Oh Gott, ich hasse die Typen, ey. Die sind unberechenbar. Oh, ein paar Vögelchen. Hallo Vögel. Oh, das ist ja immer daneben. Schlägt, ey. Ich hab's hier auch noch nicht raus. Ich habe hier teilweise diese Schlaganimation zum Hacken, aber die geht durch Baum durch und ich höre auch nicht den Holzsound. Also. Ach, da bist du. Den wollte ich auch gerade fällen. Kann ich dir helfen? Geht das? Ich höre gerade, wie der Sound klingt. Und der Sound klingt, als würde ich Stein hauen und nicht Holz. Das ist etwas merkwürdig gerade. Weiter oben? Nee, irgendwie geht das nicht, ne? Hm, merkwürdig. Dann nicht. Das ist echt praktisch hier mit dem, dass man hier trinken kann, ne? Ja, weil das halt so ein Grundbedürfnis ist, was man hier im Spiel hat. Nicht nur im Spiel ist das ein Grundbedürfnis. Ja, es ist halt wegen Survival. Es ist, oh Gott, nein, nein, nein. Was denn? Gott. Ich bin mit dem Schlitten über einen Strauch gefahren. Dann bin ich abgehoben und irgendwie 10 Meter in die Luft geflogen. Hätte ich ja gern gesehen. Was ist denn das für eine Physik, ey? Ich dachte schon, das ist ja gemeingefährlich. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie. Ja, ich bin fast tot. Ich hätte auch sterben können. Nein, nicht sterben. So, ich versuche mal zu dir runterzufahren mit dem Ding hier, ohne zu verunglücken. Ja, genau. Ich kann so eine Echse umfahren, passiert natürlich nichts. Oh! Hier ist ein Waschbär! Waschbär, bleiben Sie stehen! Ein Waschbär? Habe ich noch nicht gesehen. Oh, ich höre Schreie. Hier sind wieder. Ich werde attackiert. Ich bin aber ja so gut wie tot. Oh Gott. Nein, nicht sterben! Hilfe! Nicht sterben, lauf weg! Ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Ich versuche mich ins Wasser zu retten. Ja, mach das. Oh mein Gott, das sind zwei. Ich höre sie auch. Ich bin im Wasser. Der ist auch im Wasser und der müsste jetzt eigentlich sterben. Ich bin auch vorsichtshalber mal ins Wasser gegangen. Ja, die sind alle im Wasser. Okay, die leben noch. Jetzt sind sie tot. Warte, ich komm mal. Ui.
Wo waren die denn? Ach, sind die Schnitten schon fertig gemacht? Ja. Ach so. Uff. Ja, dann brauchen wir meine Stücke gar nicht mehr. So, es gibt nochmal Knochen. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der müsste ja eigentlich so gut wie tot sein. Oder ist er hier auch irgendwo? Ups! Schon wieder kaputt gehauen. Ja. Was drückst du denn immer? C oder was? Nee, aus Versehen. Na gut, er brennt ja noch zu Ende, denke ich. Er brennt noch, ja. Kann ich jetzt darauf legen? Genau. Nimmst die Baumstämme. Zack. Legst die drauf. Zack. Oh Gott, das war ein Vogelschatten. Heilige Möhre, ich erschrecke mich hier schon. Ach, das bist du. Ich dachte auch schon, oh Gott, was trampelt hier? Wie zur Hölle wirft er diesen Speer? Das macht so gar keinen Sinn. So. Ich habe schon wieder Hunger. Ich übe jetzt, wie man Sachen anvisiert. Da ist ein Waschbär bei dir. Töte ihn. Bei mir? Ja, hier läuft er rum. Ich muss erstmal die Dinger hier offen. Ja, ich habe ihn erlegt. Scheiß Waschbär, ja. Ja. Hallo Waschbär. Waschbärfleisch.